Zitat Anfang: Ich darf Ihnen auch versichern, dass die Strukturen in Österreich eigentlich noch ganz gut funktionieren, Gedankenstrich, bis auf die Justiz. Zitat Ende. Das sagt nicht irgendjemand, das sagt die zweithöchste Politikerin in Österreich, die Nationalratspräsidentin Magister Brammer. Ein erstaunliches Urteil einer verantwortlichen Politikerin über die Justiz im eigenen Lande. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament. Im Studio begrüße ich ganz herzlich Dr. Wolfgang Lederbauer und Ingenieur Bernhard Lassi. Okay. Ich freue mich, dass wir uns über die Situation in Österreich, die juristische Situation in Österreich, etwas näher unterhalten, das auch an ein paar Fällen runterbrechen wollen. Eine Einschätzung, die hier zum Tragen kommt und die Sie auch, Herr Dr. Lederbauer, auf Ihrer Seite auch festgehalten haben, die wir zum Schluss noch einblenden werden, ist, dass die Verhältnisse und die Situationen in Österreich, ich sag mal, oder Sie sagen, von gravierenden Problemen gekennzeichnet sind. Ja. Wie kommen Sie zu diesem Urteil und woran kann man diese gravierenden Probleme festmachen? Ich kann von der Fülle von gravierenden Problemen nur die wichtigsten anführen. Der wichtigste Punkt ist aus meiner Sicht, dass in Österreich das Prinzip von fairen Verfahren nicht durchsetzbar ist und auch nicht beachtet wird. Es gibt eben unglaubliche Probleme bei der Durchsetzung von Menschenrechten. Und aus meiner früheren beruflichen Sicht stellt sich die Frage, ob der Rechnungshof rechtzeitig und effektiv prüft. Und aufgrund dieser vielen Erfahrungen stelle ich mir die Frage, wie kann das Volk besser in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden? Jetzt, Sie waren ja in Ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem Rechnungshof eng verbunden und Ja. dort tätig. Wenn Sie sagen, die Frage ist, ob er rechtzeitig Dinge prüft, was ist das, was Sie sich vorstellen, was hier rechtzeitig wäre? Warum ist es so, dass er zu spät eingreift und was wäre besser, wenn es hier ein Ja, früheres Eingreifen gäbe? das ist ganz klar. Der Rechnungshof ist ein Organ des Parlaments und der Landtage, prüft ex post, das heißt, wenn bestimmte Prozesse oder Projekte abgeschlossen sind, dann ist natürlich nichts mehr zu ändern. Das ist üblich Ja. seit Jahrzehnten. Diese Prüfungsergebnisse werden in Wahrnehmungsberichten zusammengefasst und im Parlament und der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie gesagt, da ist dann, wie man auf gut Österreich sagt, die Kuh aus dem Stall. Man kann nichts mehr machen. Der Kaas gegessen, wie man in Bayern sagt. Wie heißt das bei Der Ihnen? Kaas ist dann gegessen. So ungefähr. Nun, es ist eigentlich ganz logisch, dass man überlegt, wie könnte man rechtzeitig prüfen oder andere Modelle entwickeln, dass große Fehlinvestitionen in Milliardenhöhe verhindert werden. Und darüber habe ich nachgedacht, Auf die, auf, auf beziehungsweise die mich auch Ergebnisse, auf die regiert. Ergebnisse kommen wir noch. Das heißt, es ist ja in der Bundesrepublik dieselbe Das Geschichte. Alles selbstverständlich. regt sich auf. Es gibt den Bund der Steuerzahler, der bei uns Ja. regelmäßig irgendwelche Publikationen veröffentlicht, wie der Staat mit vollen Händen an unterschiedlichen Ecken und Enden die Milliarden nur so rausdrischt. Es ist dann ein Tag Aufregung in den Medien Richtig. und alle sind völlig erschüttert und am nächsten Tag wird weitergemacht. Und zwar Ja. genauso wie vorher, ohne irgendwelche Konsequenzen. Ich will den Punkt noch ganz kurz insofern abschließen. In dem Moment, wo der Rechnungshof bei Ihnen solche Bauvorhaben oder Ja. Investitionsvorhaben im Prozess prüfen würde, Ja. wäre das, Na, selbstverständlich. das ja besser, aber setzt natürlich voraus, dass die Begleitung von solchen Aktivitäten mit einem ganz anderen Aufwand stattfände. Das ist richtig. Also es ist zunächst möglich, früher zu prüfen, Ja. also bestimmte Prozesse zu prüfen und Prozessabschnitte, Vorplanungen,
Planungsende, vor Baubeginn, Ausschreibungen und so weiter. Das erfordert allerdings hohe Qualifikation und großen Einsatz. Und es ist die Frage, ob die Kapazität, wie man es derzeit sieht im Rechnungshof, da genügen würde angesichts der Unmengen von Investitionsprojekten. Ja. Meine persönliche Ansicht ist, da könnte und sollte man private Unternehmen, qualifizierte Unternehmen, Berater, Ziviltechniker, Gutachter und so weiter einsetzen. Und die Frage haben Sie noch nicht gestellt, ich gebe die Antwort drauf. Die Relation der Kosten einer rechtzeitigen Beurteilung von Brücken zu den Konsequenzen ist vernachlässigbar. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich eine sehr gute Kosten-Nutzen-Relation. Absolut. Das ist klar. Wenn wir jetzt uns einfach mal, das war jetzt sehr abstrakt, und wir haben immer wieder auf eine ganze Reihe von konkreten Fällen hingewiesen, wo diese Dinge genauso ins, ich sag mal, in die schiefe Richtung gelaufen sind. Ja. Einfach mal ein Beispiel. Also ein Beispiel, ich würde gerne noch kurz vorher sagen, wie ich zu diesen Fällen komme. Wir haben vor circa 1,5 Jahren den Verein der sauberen Hände, Verein zur Bekämpfung von Amtsmissbrauch, gegründet, weil es ganz massive Schwierigkeiten gibt, wo Staatsbürger einfach bedrängt werden und einfach schlimm behandelt werden. Ich würde also ganz gern den Fall Gebelsberger anführen, den Herrn Gebelsberger. Was soll man sagen, der Mann ist an und für sich ein engagierter Bautechniker und hat einfach Missstände aufgegriffen, wo hunderte von Häusern angeblich in einer Ausführung gemacht sind, dass sie wie Brandbomben sind. Sprich, es braucht nicht viel passieren, das brennt wie eine Fackel. Da sind Jungfamilien drinnen, das sind an und für sich, wenn die sehr hochpreisig verkauften, sind das Geld nicht wert. Und da ist er dann an seine Grenzen gestoßen, weil die Baufirma offenbar politische Deckung hat im Hintergrund. Und da gibt es eine Verquickung, offenbar, wenn das so stimmt, wie der Herr Gebelsberger sagt, Politik mit Industrie, und da ist viel Geld dahinter. Und die lassen sich das Geschäft nicht kaputt machen, sondern die machen lieber den Herrn Gebelsberger kaputt. Also er hat diesen Sachverhalt, dass die, ich sag mal, bautechnische Qualifikation oder Qualität der Häuser nicht nur hinter dem zurück, was man eigentlich machen sollte, sondern dass es quasi, wie Sie sagen, brandgefährlich ist. Kriminell, brandgefährlich, es entspricht keiner Norm, nichts, das ist dann einfach Pfusch, würde man sagen. Ja. Das ist einfach Murks. Und gefährlich zu Lasten von Kunden, junge Familien mit Kindern, wenn da was passiert, gibt es Tote. Und das ist etwas, was er öffentlich gemacht hat. Ja. Und jetzt wird spannend. Er hat es öffentlich gemacht. Ja. Und was ist ihm dann passiert? Oder wie ist es dann weitergegangen? Es ist weitergegangen. Der Herr Gebelsberger ist dann im Zuge seiner Nachforschungen auf was Schräges noch gestoßen, nämlich, dass er der Meinung ist, dass er einen Kinderpornoring noch aufgedeckt hat. Und dann ist er wieder an dieselben Leute rangekommen, wie der Politiker, wo er sagt, die sind irgendwie auch in diesem Ding stecken die drinnen. Und jetzt hat er zwei ganz heiße Themen aufgegriffen. Und jetzt war den Menschen so gefährlich, die er da angegriffen hat, dass sie gesagt haben, jetzt reicht es. Man hat ihn verhaftet, man hat ihn in eine Psychoanstalt eingewiesen, man hat ihn entmündigt, der Bürgerrechte beraubt. Der Mann könnte nicht einmal mehr einen Anwalt einschalten. Interessanterweise ist jetzt beim Gebelsberger das doch so passiert, der konnte noch selbst jetzt einen Anwalt einschalten, aber normalerweise ist das nicht einmal mehr das möglich. Der hat jetzt einen Begleiter, der ihn hoffentlich ein paar Sachen rausnehmen kann. Und der Gebelsberger hat jetzt nicht Ende März, soweit ich weiß, am 23. März Verhandlung, Strafverhandlung, wegen angeblich gefährlicher Drohungen und was weiß ich was alles, weil sich die Menschen, Politiker von ihm bedroht fühlen. Man hat ihn provoziert, man hat den Mann wirklich hochgradig provoziert, soweit ich das sehe, dass er sie dazu hin hat reißen lassen, vielleicht Äußerungen zu tätigen, die so an der Grenze sind. Und man hat es umgedreht. Und auf einmal macht man diesen Mann einen gefährlichen Straftäter, der eigentlich Missstände aufzeigt, denen man nachgehen müsste. Es wird umgedreht. Die Staatsgewalt macht den Mann kaputt. Die erste Stufe, das Hinweisen auf die auf den Pfusch, den Sie ansprechen, auf die Gefährlichkeit dieser ganzen Baugeschichten. Das war noch möglich, über die Medien zu kommunizieren? Oder wie hat er es öffentlich gemacht? Er ist an Behörden rangegangen. Er hat es an den passenden Behörden, Baubehörden, soweit ich weiß, gemeldet und war in der Meinung,
als mustergültiger Staatsbürger das Richtige zu tun, indem er diese Missstände bei den Behörden meldet. Ja. Das ist ja keine Pressesache, das ist ja ganz klar Technik, Behördenrecht, Baurecht. Und wenn das nicht eingehalten wird... Also er ist sogar den ich sag mal, in Anführungsstrichen offiziellen, einen völlig geradlinigen Weg, nicht Medienterror oder sowas, hat es einfach an die Behörden gemeldet. Er ist an die Behörden rangegangen und die sind aber genau die, die diesen Fall decken, weil da manche Leute seiner Meinung nach Geld mitverdienen. Die sind eben genau mit dieser Baufirma oder mehreren Baufirmen irgendwie gedeckt. Ich brauche eine Baubewilligung für ein Haus, ich brauche eine Abnahme. Wenn jetzt die Baubehörde Häuser abnimmt, die nicht entsprechen, dann muss es einen Grund geben. Entweder sind die zu blöd, was ich nicht glaube, oder es gibt einen anderen Grund, warum nehme ich Sachen ab, die nicht rechtskonform sind. Habe einen Nutzen, wer hat einen Nutzen davon? Ja, auch im ersten Fall, den unterstellt, dass da wirklich Dummheit, Inkompetenz eine Rolle spielte, auch da ist er ja seiner Bürgerpflicht nachgekommen, natürlich, hat auf was hingewiesen. Und eine Behörde müsste in dem Moment sagen, ach du liebe Zeit, da ist zwar uns was passiert, aber jetzt müssen wir tätig werden. Und man muss nur eines ganz wichtig hinstellen. Die Behörden ist mir zu allgemein. Ja. Das sind einzelne Mitarbeiter. An und für sich gibt es eine Menge Beamte, die arbeiten völlig korrekt und sauber. Die sind wirklich sauber. Es sind einzelne und das sind eher oben in der Hierarchie, nicht die unten. Die sind das Problem zum Teil. Das sind Einzelne immer wieder, die einfach Gesetze glauben, umgehen zu können. Die glauben, ihnen kann nichts passieren. Sie sind geschützt durch mächtige Politiker vielleicht. Und die verstecken sich nicht einmal. Die machen Dinge so blöd, so offensichtlich, dass ein jeder Mensch mit einem Hausverstand, wenn er hinsieht, sie denkt, na, das kann ja nicht sein. Das gibt's ja nicht. Was ich da sehe, das kann nicht sein eigentlich. Das ist wie... Als Herr Gibtsberger sich an die Behörde gewendet hat, muss es ja, weil er damit ja dann auch, wenn auch nur behördenintern, aber trotzdem einen offiziellen Vorgang geschaffen hat. Wie ist denn reagiert worden? Es ist im Endeffekt so reagiert worden, dass man also zu den Eingaben, man ist ihnen nachgegangen und man ist zum Schluss gekommen, der Mann ist querulant, der Mann ist vielleicht nicht ganz zurechnungsfähig, der Mann ist irgendwie gefährlich, der Mann... wovon der redet, das kann alles nicht stimmen. Er beschäftigt Behörden nur mit sinnlosen Anzeigen. Und das ist seit Jahren schon gegangen, offenbar. Und jetzt ist er an Themen rangestoßen, die dann doch sehr heiß geworden sind. Es gibt mehr Zuhörer inzwischen, es gibt mehr Menschen, die das auch verfolgen. Und jetzt ist es heiß geworden. Jetzt haben sie nicht mehr gesagt, jetzt ignorieren wir den nicht und sagen, Gebetsberger, was willst du? Koffer, geh. Sondern jetzt ist er gefährlich. Und steckt man in die Psychiatrie, dann ist er mundtot. Und das ist etwas nur auch zu unserem Verständnis, was so schnell und so einfach geht, dass jemand, der dann als Querulant gilt, psychiatrisiert werden kann, entmündigt werden kann und auf die Art und Weise wirklich in einem totalitären System weggeschlossen wird. Es passiert, ich meine, das ist jetzt natürlich verkürzt dargestellt, es nimmt schon einen Weg. Man ist querulant. Dann holt man halt irgendeinen Fachmann, einen Psychiater, der macht dann, wenn er den Mann nicht selber begutachten kann, sogar ein Aktengutachten. Da steht dann drinnen, der Herr hat damals das gemacht. Und sagt dann, naja, wenn ich mir das so ansehe, der hat schon eine Menge am Kerbholz, was ich da in den Akten ziehe. Ich als Fachmann sage, aufgrund dieser Akten und sieht den Mann nicht einmal persönlich, mache ich ein Aktengutachten und sage, der ist jetzt gefährlich. Jetzt ist er so weit, dass er jetzt an der Kippe ist, gefährlich zu werden. Ich würde ihm empfehlen, bevor er gefährlich wird, schließen wir den Mann zur Sicherheit der Bevölkerung weg. Und wenn es nicht zur Sicherheit der Bevölkerung ist, zumindest zu seiner eigenen Sicherheit, weil er sich selbst beschädigen beginnt. Ganz einfach. Den Mann muss man helfen, den sperren wir ein. Also ich mach jetzt mal insofern die Klammer auf, weil der interessante Hintergrund dieses Berufsstandes, das ist ein ganz anderes Thema, ist, dass im Augenblick diskutiert wird bei dem nächsten Handbuch der psychiatrischen Krankheiten. Wird gerade in Amerika wieder das Handbuch, das war mal ein paar 80 Seiten, inzwischen ist es mehrere hundert Seiten stark. Ja. Es werden immer neue hinzugekommen und eine übertriebene Querköpfigkeit gegenüber der Obrigkeit gilt als Vorschlag der Psychiater, als Krankenbild für Irrsinn. Ja. Das ist etwas, was jetzt kein schlechter Scherz in der Faschingszeit ist, sondern was in der Tat allen Ernstes diskutiert wird, eine solche Erweiterung des Bildes. Ja. Weil einfach Menschen, die nachdenken, sich nicht alles gefallen lassen, das System
blockieren. Das sind wie Sand im Getriebe, wo alles geschmiert läuft, und geschmiert bitte wirklich doppeldeutig zu nehmen. Wenn das System geschmiert läuft, ist alles okay. Die Sand kann er stören. Die muss man rausputzen. Gut, jetzt, oder alles andere als gut. Wir haben also die Situation, dass hier einer, der nichts anderes gemacht hat, als eben die eingeklagte Zivilcourage, die unsere Politiker immer vor uns vor sich hertragen, zu leben, sich an die Behörden zu wenden, auf Missstände hinzuweisen, dann bei einem zweiten Thema nochmal nachzulegen und dass der jetzt quasi um seine Existenz und seine Freiheit und seine Menschenwürde psychiatrisiert zu werden, ist ja nun der Tiefpunkt von Menschenwürde, kämpfen muss. Wobei, das ist noch nicht der ganze Tiefpunkt. Wenn jetzt ein Mensch über Jahre hin, das ist ja nicht eine Sache von Wochen, sondern das geht über Jahre hin, so behandelt wird von Behörden, dann ist er am Schluss wirklich in dem Zustand, den sie am Anfang behauptet haben. Der Wahnsinn ist, wenn sie in die Psychiatrie eingesperrt werden und behandelt werden und dann holt man sie nach Jahren raus, dann sind sie geschädigt. Dann haben sie den Schaden, der vorher behauptet wurde, den hat man ihnen dann beigebracht. Klar. Wobei dann natürlich, was jetzt nicht unser Thema ist, die entsprechenden Psychopharmaka ihren netten Beitrag dazu leisten, natürlich, dass nachher einer wirklich genauso genauso. Weil es im Endeffekt, es könnte jetzt beim Gebelsberger ja Folgendes passieren, wenn man den Mann jetzt hilft und rausholt und dann schaut den irgendein Neutraler an und sagt, na, die haben ja recht gehabt, schauen Sie den an, wie der benannt ist. Nicht? Der wird durch das System so weit getrieben, wenn man den lang genug in den Fängen des Systems lässt, ist er das, was sie behaupten. Wenn ich mir jetzt Ihre Überlegung, Ihre Anregung vom Anfang aufgreifend vorstellte, dass in diesem Fall Gebelsberger der Rechnungshof, die Prüfer, egal ob das jetzt Prüfer gewesen wären, als private Unternehmer, also die dort als externe Kompetenz reingesteckt worden wären, oder Mitarbeiter aus dem Amt selber, einer solchen Sache nachgehen würden. Mhm. Der Rechnungshof ist in seiner politischen Führung oder in seiner Führung sicherlich auch nicht unabhängig von Politik. Was passiert in einem solchen Fall? Ich finde das, was Herr Lassi sagt, Herr Gebelsberger hat recht, unterstellt mal, er hat recht. Man stellt das fest, man stellt das frühzeitig fest. Es ist erst das 5., 6., 10. Haus gebaut von einem großen Baukomplex. Funktioniert dieser Ansatz bei einer politisch verfilzten Lage dann überhaupt? Also das sind sehr viele komplexe Fragen und Themen, die Sie da stellen. Die kann ich nicht in einem Satz sagen. Zunächst muss man mal klären und klarstellen, die Aufgabe des Rechnungshofs ist, die Verwaltung zu überprüfen. Nicht die Gerichtsbarkeit, nicht die Judikative. Das ist klar. Das ist so. Innerhalb Verwaltung oder auch Qualität? Ich spreche mal von der Verwaltung, der Exekutive und der Rechtsprechung Judikative. Ich stelle klar, dass der Rechnungshof nicht die Befugnis hat, Gerichtsurteile zu beurteilen und zu prüfen. Wohl hat er das Recht, das ist ganz eindeutig, dass er die Verwaltung prüft. Und innerhalb der Verwaltung gehört unter anderem auch die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden. Mhm. Übrigens hat, was meiner Meinung nach sensationell war, der derzeitige Präsident des Rechnungshofs, Dr. Moser, vor Monaten angekündigt, er wolle die Staatsanwaltschaften prüfen. Das hat eine Mordsaufregung bewirkt und die Justizministerin hat eine Weisung erteilt laut Medien, das ist nicht Aufgabe des Rechnungshofs. Das ist nicht Aufgabe des Rechnungshofs. Und hat, wie ich höre, eine Weisung erteilt, der Rechnungshof darf die Staatsanwaltschaft, ich wiederhole, Teil der Verwaltung nicht prüfen. Nun, das ist eine politische Frage. Der Rechnungshof könnte jetzt im Übrigen, wie es 1976 und vor wenigen Monaten schon einmal gemacht hat, sich an den Verfassungsgerichtshof wenden und seine Prüfungskompetenz vom Verfassungsgerichtshof entscheiden zu lassen. Ich glaube, der Rechnungshof hat es noch nicht getan. Vielleicht wird es bald tun. Jedenfalls könnte der Rechnungshof, bleibe jetzt abstrakt, die Staatsanwalt und die Ermittlungsbehörden prüfen. Und im konkreten Fall und in anderen Fällen, die uns bekannt sind, wäre natürlich zu prüfen, ob
ist ja auch eine der Aufgaben des Rechnungshofs, die Gesetzesmäßigkeit zu prüfen, ob man hier gesetzeskonform vorgegangen ist, im Bereich der Ermittlungsbehörden und im Bereich der Staatsanwaltschaft. Und dann käme man bei diesen und auch bei anderen Fällen natürlich in ein Nirvana von Problemen. Mhm. Ich würde gerne haben, dass der Rechnungshof da hineinschaut. Aber ein Satz dazu. Eigentlich haben Sie indirekt das beantwortet, was ich gesagt habe. Wenn der Präsident des Rechnungshofes eine solche Ankündigung macht, sofort einen auf den Deckel kriegt und dann Ruhe im Karton ist, heißt das doch eigentlich im Klartext, dass aufgrund der politischen Machtkonstellationen und des politischen Filzes, das zwar ein, was Sie sagen, theoretisch völlig richtiger Ansatz ist, aber praktisch an den gegenseitigen Abhängigkeiten der Politik, also zumindest unter großen Schwierigkeiten, also zu realisieren. Schon eines klarstellen, Sie mögen von der Realsituation ausgehen, aber der Präsident eines Rechnungshofs kann von einem Minister nichts auf den Deckel bekommen. Das kann vielleicht medial so sein, aber rein verfassungsrechtlich ist das völlig undenkbar. Er hat, ein Präsident des Verfassungsgerichts, beziehungsweise des Rechnungshofs natürlich, hat gesetzeskonform vorzugehen. Und in dem Fall hat er vollkommen recht. Er könnte und sollte die Staatsanwaltschaften und die Ermittlungsbehörden prüfen. Das würde natürlich eine unglaubliche Lawine von Feststellungen, Fragen zur Folge haben. Schön, aber was gibt es anders im Moment als seine Ankündigung? Gar nichts. Meines Wissens nur die erwähnte Reaktion der Justizministerin. Und ich weiß es nicht, ob der Präsident des Rechnungshofs, eigentlich müsste er von sich aus aktiv werden, so sehe ich das rechtlich, obwohl ich kein Jurist bin, er müsste sofort den Verfassungsgerichtshof ansprechen, der dann entscheiden wird, ob der Rechnungshof die Verwaltung prüft. Wenn Sie eine Konstruktion in Österreich haben, wo der, und ich glaube, das ist in der Bundesrepublik und in der Schweiz, dürfte es nicht furchtbar viel anders sein, die Unabhängigkeit des obersten Rechnungshofes definiert ist. Ja. Und die Justizministerin, die ja die Hüterin, die oberste Hüterin der Gerichtsbarkeit und des Rechtes in einem Land sein müsste, mit einer Weisung an einen an sich unabhängigen Bundesrechnungshofes. Sie haben von einer Weisung gesprochen. Ja, ja, Achtung, das haben Sie jetzt gemischt. Ich habe von einer Weisung der Justizministerin an die von ihr abhängigen weisungsgebundenen Staatsanwalt gesprochen. Um Himmels Willen, nicht um eine Weisung der Justizministerin. Nein, aber faktisch ist ja dasselbe. Nein, das muss man auseinanderhalten. Ja. Der erste Satz, haben Sie noch in Erinnerung, was hat die Frau Magister Bramer gesagt? Mit Ausnahme der Justiz. Die Justiz funktioniert nicht, warum kann das auch passieren? Weil die nicht funktioniert, die ist nicht sauber in Österreich mehr. Das ist der Grund. Ja. Also ich finde den Ansatz zu sagen, einen Rechnungshof am besten auch mit externen Leuten frühzeitig in solche Investitionsverfahren völlig vernünftig, also dass wir uns da nicht falsch verstehen, um Gottes Willen, das ist völlig richtig. Nur, wenn Sie darauf hinweisen, auch wenn die Justizministerin das an ihre Staatsanwälte, also eigentlich eine Weisung an Mitarbeiter, die sie so gar nicht geben dürfte. Oh doch, selbstverständlich. Sie ist weisungsberechtigt. Natürlich ist sie weisungsberechtigt, aber sie dürfte mit einer solchen Weisung nicht im Konflikt stehen zu der Funktion des Bundesrechnungshofes. Dürfte das, sie nicht. Eine Weisung kann man jederzeit geben. Ob diese Weisung dann gesetzes- und verfassungskonform ist, ist eine andere Frage. Und ich habe das schon zweimal gesagt. Es sollte der Rechnungshofpräsident sich sofort dem Verfassungsgerichtshof wenden. Sofort. Das ist meiner Meinung nach auch seine Pflicht. Jetzt haben wir ja, Sie haben ja mehrere Fälle, das ist ja schön mitgebracht. Ja. Ich würde, da wir jetzt auf den Bundesrechnungshof und diese Institution, die wir hier angesprochen haben, die eigentlich frühzeitig tätig werden sollte, auf den Fall Hödel eingehen, die ja Mitarbeiterin dort gewesen ist und offensichtlich nicht zu den korrumpierbaren Persönlichkeiten gehört hat. Und wie ist es ihr ergangen? Gut, Frau Hödel, muss man mal sagen, die ist Mitarbeiterin im Finanzministerium gewesen und im Bundesrechenzentrum. Ja.
Die Frau Hödel war mit dabei bei einem der größten SAP-Projekte. SAP ist halt Software-Betriebswirtschaft. Ja. Der Bund Österreich, das ganze Budget Österreich, wird heute mit SAP verwaltet. Und das heißt, ich war bei dem größten SAP-Projekt dabei. Und da sind natürlich eine Reihe von Prozessen umgestellt worden, Altsysteme abgelöst worden. Und sie hat dort Sachen gesehen, die wollte sie nicht mittragen, weil die nicht sauber waren. Es war zum Beispiel ganz interessant, dass das HFOS-SAP-System eine Zeit lang gelaufen ist. Man ließ die alte Buchhaltung noch mitlaufen, 2-3 Jahre parallel, weil man es nicht rechtzeitig geschafft hat, die Zahlungsflüsse so sauber zu machen, dass man gleich direkt im SAP drinnen alles macht. Ja, dort ziehe ich alles. Dort kann ich nicht mehr tricksen. Das ist nicht ein selber geschriebenes System oder nicht ein System, das ein Standardsystem ist, weil das könnte sich kein Konzern weltweit leisten, SAP einzusetzen, wenn da Dreck drinnen ist. Und die haben Angst gehabt, das alte System wirklich rüberzunehmen. Die sind ein paar Jahre parallel gefahren, bis sie dann halt alles passend versteckt hatten, was sie sagt. Und natürlich, wenn man solche Themen aufgreift, was ist der Frau Hödel passiert? Die ist heute entmündigt. Der hat man die wirtschaftliche Basis kaputt gemacht. Sie ist natürlich keine Mitarbeiterin mehr beim Bundesrechnungszentrum. Die Frau Hödel wurde bitte vom Sprecher der Geschäftsführung des Bundesrechnungszentrums per Brief persönlich entlassen. Nicht der HR-Manager oder irgendwas, der Personalchef, sondern der Sprecher der Geschäftsführung hat sie entlassen. Und der ist ein ganz interessant. Von der Chefsache wurde. Ja, offenbar. Ja, mein Gott. Und klar. Dieser Magister Erhard Schmidt ist zusammen mit seinem Kollegen Magister Neumann, der aus dem Bundesrechenzentrum entfernt wurde und heute halt der Chef von der Group 4 ist, Security. Die haben technisch zu verantworten eines der größten Skandale in Österreich, den ELAC, den elektronischen Akt, wo Österreich eigentlich E-Government-Vorreiter ist, das Lieblingsprojekt von Dr. Schüssel seinerzeit. Und dort sind unglaubliche Sachen passiert. Man kann im Haushaltsposten 50028 nachlesen, da sind hunderte Millionen von Euro verschwunden, die keiner kommentiert, nicht einmal der Magister Kogler, der im Ausschuss, im Nationalrat, im Ausschuss des Rechnungshofes sitzt, der kriegt keine Antworten, was ist da drinnen. Das Finanzministerium sagt, geht niemand was an, das Bundesrechenzentrum ist eine private Gesellschaft, was stimmt, aber bei Gesetz geregelt gehört es zu 100% dem Bund. Das ist eine ganz sonderbare Konstruktion. Das heißt immer, wenn man reinschauen will, heißt das, ist eine private Firma, das geht niemand was an. Immer wenn man Prozesse intern anders machen will, das ist ja die Haus-IT, da haben wir ja eigentlich unseren Haus- und Hoflieferanten. Und das ist ganz eine schräge Konstruktion im Endeffekt. Da ist Tür und Tor geöffnet, da gibt es bis Kickback-Verfahren, wo Siemens 2009 ein Siemens-Mitarbeiter aufgeflogen ist, hochgradig, Schmiergeldflüsse. Man sagt, ein Wespennest da drinnen. Und die Frau Hödel ist genau dort reingekommen. Das ist noch ganz interessant, sie sollte Nachfolgerin werden von einem Herrn Schweinhammer, der auf seinem Büroplatz tot aufgefunden wurde. Und der hat Spezialkunden, angeblich Spezialkunden als Buchhalter betreut, die man in keinem System findet. Da geht es um Spesenabrechnung, Politiker und so weiter, die man nicht öffentlich sehen will. Also auch in kein SAP-System. Und dort ist sie ausgestiegen. Das ist ja etwas, was dann immer gefährlich ist. Wenn man zu viel weiß, dann kann das sehr ungesund werden. Also ich würde behaupten, die Frau Hödel, in Russland wäre sie tot, in Österreich bist du entmündigt. Das ist auch eine Methode. Unterschied zwischen Mord und Rufmord, den man dann in diesen Systemen hat. Durchaus, ja. Wobei wir jetzt hier, also wir haben jetzt zwei Fälle, fast zufällig, wahrscheinlich nicht unbedingt zufällig, dass sie alle in der Psychiatrisierung der Menschen enden. Weil das die sicherste Form ist, auch natürlich juristisch nachher davon zu kommen. Schauen Sie, das ist ja nichts ernst zu nehmen. Ja, kann man ja hinweisen, nicht, wir haben es ja sogar in der Literatur, wenn man Kafka liest, der Prozess, das ist Österreich. Das ist nicht erfunden, das ist echt. Sie haben angesprochen, dass bei dem ersten Fall Gebelsberger wie bei der Frau Hödel die Verfilzungen und das Abdecken bis in höchste politische Kreise geht. Würde ich so sehen, ja. Soweit ich den Einblick habe, ja. Ja. Das heißt, dass natürlich auch, ich sag mal, aus dem System heraus eine Änderung verdammt schwierig sein wird. Das ist verdammt schwierig. Also ich würde sagen, wir müssten weit über 90% der aktuellen Politiker austauschen, weil es genügt einfach nicht. Nur das ist ja genau wie bei uns. Nein, aber durch... Ja. Politiker mit einem anderen Maßstab, die müssen neben dem, dass sie nicht strafrechtlich beverlangbar sind,
eigentlich relativ hohe ethische Werte haben. Und Ethik ist halt so ein bisschen schwammig, aber Ethik, man hat schon ja eine kurze Vorstellung davon. Ich weiß sehr wohl, wenn ich Dreck mache moralisch. Das wissen die Leute alle. Oder manche wissen es nicht mehr, wie unser Krasser, der kapiert das nicht einmal, was er für Scheiß gebaut hat. Der ist zu blöd dafür, aber er ist halt schön und wie. Der hat einen tollen Brief gehabt. Jetzt, ich bin so, eine Leserin schreibt mir, sehr geehrter Herr Minister, was er nicht mehr ist, was er sagt, Sie sind zu schön, Sie sind zu jung, Sie waren zu jung Finanzminister und dann haben Sie noch eine wunderschöne Frau. Der Neid in Österreich ist ein Wahnsinn. Sie tun mir leid, das ist ungerecht Ihnen gegenüber. Man, Quatsch, wer kann so ein Blödsinn schreiben? Das ist so lächerlich. Entschuldigung. Ich will jetzt nochmal auf das, was wir am Anfang besprochen haben, weil in beiden Fällen neben dem Thema Justiz meine Frage jetzt auch wäre, ein wirklich unabhängiger und auch seinen Aufgaben nachgehender Bundesrechnungshof, hat er auch die Möglichkeit, jetzt schon rein vom Gesetz her Qualitätsmaßstäbe, also nicht nur die Verwaltung der Gelder oder eben im Sinne von Justiz die Verwaltung, sondern eben bei einem großen Projekt auch festzustellen, ob das oder zu analysieren, ob das, was an Leistungsversprechen einmal getätigt wurde, beispielsweise hier sichere Häuser zu bauen, ob das oder ein Computersystem von alt auf neu in einer vertretbaren Zeit umzuswitchen, ohne dass man da jahrelang zum Verstecken von irgendwelchen Infos braucht, kann er auch in die Qualitätskontrolle einsteigen. Das, selbstverständlich ist das auch seine Aufgabe. Ja. Es gibt einen aktuellen Fall, den ich mir persönlich angeschaut habe, aus Interesse. Der Rechnungshof hat vor längerer Zeit ein gigantisches Projekt geprüft. Mhm. Ich mache das sehr kurz jetzt, es ist aber auf dieser Website genauer abzulesen. Es wurde im Zuge der Privatisierungsmaßnahmen der Schüsselregierung von in den Anfang der 2000er Jahre beschlossen, zu privatisieren, unter anderem die Bundeswohnbaugesellschaften. Ja. Und da geht es um 62.000 Wohnungen, die dem Bund der Republik Österreich gehört haben. Und hier wurde eben das verkauft. Der Rechnungshof hat insgesamt 3 Wahrnehmungsberichte geschickt, dem Parlament geschickt. Und ich habe mir aus reinem Interesse als ehemaliger Mitarbeiter im Rechnungshof das einmal grob angeschaut. Und habe dann zufällig, wurde da angesprochen vom ORF, am 3.8.2010 wurde ein Interview mit mir veröffentlicht, wo ich, wie ich höre, eine Riesenaufregung erzeugt habe durch wenige Minuten. Und der ORF sagte, dieses Interview von wenigen Minuten hätte die Republik erschüttert. Ich war etwas. Was haben Sie denn Schlimmes gesagt? Na, was habe ich Schlimmes gesagt? Ich habe in 10 Stunden, in einer Nacht, mir diese 2 Prüfungsberichte angeschaut und habe das nicht glauben können, was oder wie wenig da drinnen steht bei diesem Volumen. Ich habe mich da ein bisschen herausgefordert gefühlt und habe mir in monatelanger Arbeit noch einmal die Wahrnehmungsberichte des Rechnungshofs angeschaut, aber auch sämtliche, hunderte Protokolle von Parlamentssitzungen in den Ausschüssen und im Plenum. Das habe ich veröffentlicht oder werde ich veröffentlichen. Ich war, nachdem ich das genau gesehen habe, einfach geschockt. Und ich stellte Folgendes fest, nur 3 Punkte. Ja. Äußerst wichtige Bereiche wurden vom Rechnungshof überhaupt nicht geprüft. Ja. Die Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs waren oft unvollständig und vage. Und das Allerschlimmste, und vielleicht wird das in diesem Interview noch in Österreich noch Konsequenzen haben, in diesem Punkt. Wichtigste Dokumente wurden dem Rechnungshof nicht übergeben. Also vorenthalten? Vorenthalten. Ja. Er hat das nicht massiv genug gefordert. Und nachdem die Dokumente dann doch fast ein Jahr später vorgelegt worden sind, wurden sie nicht geprüft. Super. Rechnungshof. So, ich habe also all das, weil ich da auch durch Äußerungen des jetzigen Rechnungshofpräsidenten Dr. Moser
den ich strafrechtlich belangen werde und zivilrechtlich gefordert gesehen und habe also eine Gesamtdarstellung gemacht. In wenigen Tagen wird es im Internet veröffentlicht. Herr Dr. Lederbauer, eine Frage dazu, damit man sich ein Bild machen kann, wie so eine Prüfungstätigkeit vom Rechnungshof ausschaut. Der erste Bericht, wie viele Seiten hat er? Man muss sich vorstellen, 65.000 Wohnungen, viele Quadratmeter Grund. Wie viele Seiten hat der Bericht umfasst? Ja, jetzt müssten wir ins Detail gehen. Der erste Bericht hat nur 7 Seiten gehabt. Entschuldigung. 7 Seiten. Also am Beginn, das reicht doch als Antwort. Naja, wenn er gescheit ist, schon. Sie müssen sich vorstellen. Wie lange hat er gearbeitet, der Rechnungshof? Einige 6 Wochen für die Berichtserstellung. Nun, man muss sich vorstellen, ein Volumen von Milliarden Euro, nach meiner Schätzung, vorsichtig, 5 Milliarden Euro, sollte privatisiert werden. Da würde ich als Rechnungshof, Prüfer damals, aber damals war ich nicht mehr im Rechnungshof, natürlich sofort anschauen, was ist das wert, was da verkauft werden muss, was sind die Vorbereitungen, wo sind die Strategien, wo sind die Varianten. Es ist völlig unmöglich, in dieses diffizile Fragengebilde einzusteigen. Sie können das in dieser umfassenden Gesamtdarstellung. Das geht auch in 6 Wochen gar nicht. Wenn man sich vorstellt, ich habe in der öffentlichen Verwaltung auch gearbeitet, wenn man sich vorstellt, was man im öffentlichen Dienst alleine auf der Angebotsschiene, das ein, und das ist, wenn ich sowas privatisiere, muss ich mir ja von verschiedenen Anbietern Angebote, ich muss die miteinander vergleichen. Ja, selbstverständlich. Das kann ich in 6 Wochen im konkreten gar nicht machen. Das war, wie gesagt, muss man jetzt sehr genau und fair sein. Ja. Das war ein erster Einblick in die Wohnbaugesellschaften, 20.000 Wohnungen, die andere 23.000 Wohnungen, vor dem konkreten Ausschreibungs- und Vergabeverfahren. Nur, und ich bin ja sehr gespannt, was die Konsequenzen meiner Handlungen sind, dass ich das jetzt als ehemaliger Rechnungshofprüfer im Detail auf mehr als 300 Seiten veröffentliche. Was ist in diesem in den einzelnen Schritten wirklich geschehen, welche Bedingungen wurden bei der sogenannten europaweiten öffentlichen Interessentensuche und bei weiteren Schritten wirklich gestellt, hätte das der Rechnungshof analysieren müssen, wissen Sie, bei einem Volumen von 5 Milliarden Euro, Volumen, nicht Verkaufspreis, haben sich 30 Unternehmen in Europa gemeldet. Und wissen Sie, wie viele Unternehmen ein Angebot gelegt haben? 2. 2 österreichische Unternehmen haben ein Angebot gelegt. Und ich möchte jetzt, ohne die Hintergründe wissen, zu kennen, darauf wetten, dass man bei denen, die das Angebot gemacht haben und letztendlich den Zuschlag bekommen haben, wieder wunderschöne Verfilzungen im Bereich der Politik. Also das sagt man von Seiten der Journalisten. Ist das leicht gesagt? Ich oder der Rechnungshof an sich müsste diesen Dingen auf den Grund gegangen sein. Aber wissen Sie, was passiert ist? Diese wichtigen Dokumente der Verfahrensschritte sind vorher, die wurden zuerst nicht übergeben. Ja. Also bei mir wäre ich Prüfer gewesen, ich hätte sie 2 Tage später am Tisch gekriegt. So was Ähnliches hat es vor 20 Jahren schon gegeben. Und dann wurde es übergeben. Und der Rechnungshof schreibt, es wurde übergeben. Herr Lieber Doktor, ein Parlament, was einen solchen Bericht bekommt, 7 Seiten, und mit was tut einseitig bedruckt, noch nicht doppelseitig, schätze ich noch sogar. ein solches Parlament, was dann nicht in der Masse aufschreit, in der Mehrheit aufschreit und sagt, wir fühlen uns hier als oberste politische Instanz der Republik Österreich auf den Arm genommen, dass bei einem solchen Volumen, bei einem solchen Sachverhalt lächerliche 7 Seitchen, das ein solches Parlament zu nennen. Schauen Sie mal, ich neige dazu, jetzt ein bisschen polemisch zu werden, wenn ich das darf. Wenn wir in unserem Parlament Vorbestrafte haben, die nicht einmal zurücktreten, wenn wir Zahntechnik als hochrangige Spitzenpolitiker in Österreich haben, wenn wir Leute haben, die nicht einmal Grundrechnungsorten zum Teil beherrschen. Und die sitzen zu 183 da drin, nicht alle. Also wenn ich mir dann anschaue, ein Wirtschaftsprofessor von den Grünen, muss man Namen jetzt nicht sagen, der hat also den Zahntechniker mal
ganz ordentlich hergenommen. Man sieht es auch im YouTube, der weiß nicht einmal, wie viele Millionen, Milliarden der da meint, wenn er was ändert. Diese Menschen, die sind derartig überfordert mit solchen Themen, die nicken das durch. Der hat ja nicht einmal die Kapazität dafür. Ich sage zum Beispiel, bei den Zahntechnikern ist zwar ganz gemein, aber vielleicht stimmt das, ein zerebraler Einzeller wird nicht weit kommen. Also ich kann mir, wir kommen jetzt gleich zu den Lösungen. Ich würde nur gerne noch ganz, ganz kurz, weil Sie noch einen dritten Fall mitgebracht haben, den Fall Salcher, dass wir da noch ganz kurz sagen, was da passiert ist. Und dann würde ich von Ihnen gerne einen Vorschlag haben oder Ihre Idee entwickeln, wie man aus dem ganzen Schlamassel rauskommen kann. Aber zum Parlament möchte ich dann noch was sagen. Gut, also nehmen wir erst ganz schnell den. Dann sagen Sie erst was zum Parlament. Gerne. Damit wir es nicht. Wir sind gut befreundet, wir schätzen einander, aber ich teile diese Auffassung von Herrn Lassi nicht. Ich kenne die Arbeit des Rechnungshofs wenigstens 15 Jahre lang, seither und vorher. Parlament, habe ich die Frage das Parlament. Alles, vieles verfolgt durch Medienberichte und so weiter. Jedenfalls, gerade dieser erwähnte Bericht über den Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaften, übrigens 5 Milliarden Euro wert, Verkaufspreis 861 Millionen plus Übernahme von 1,4 Milliarden Euro, damit Sie ungefähr wissen, um welche Dimension es sich handelt. Nun, ich wollte jetzt nur sagen, im Gegensatz zu Herrn Lassi, bei allem Respekt, ich habe mir die Tätigkeit der Parlamentarier in dieser Sache genau angeschaut. Das wird später mal veröffentlicht, die Exzerpte der Protokolle. Und jetzt wird es, sprengt den Zeitraum dieser Sendung, jetzt wird es natürlich besonders interessant, denn nach meinen Analysen der Tätigkeiten der Parlamentarier im Unterausschuss des Rechnungshofausschusses, im Rechnungshofausschuss und im Plenum, hat man versucht, sehr qualifiziert vorzugehen, sehr intensiv vorzugehen. Aber es gibt schon wieder gesetzliche Beschränkungen. Ein kleines Detail, es gibt ein Geschäftsordnungsgesetz des Parlaments, da kann eine 25% der Abgeordneten den Rechnungshofunterausschuss beauftragen, eine bestimmte Verwaltungsmaßnahme zu prüfen. Das ist geschehen im Anfang 2003. Das haben die sehr, sehr qualifiziert begonnen. Und dann haben sie versucht, Fragen zu stellen, was ja eigentlich ganz logisch ist, wenn man ein Problem klären will, und Zeugen einzuladen. Wissen Sie, was war? Die Mehrheit in diesem Unterausschuss hat das abgelehnt. Gut, jetzt muss man, also das ist ein wieder demokratischer Problem. Was habe ich dann Falsches gesagt, lieber Freund? Nein, also man muss die Grenzen, die legislativen Grenzen, die sich das Parlament selber gesetzt hat, und die Realität, die durchaus in vielen Fällen zu kritisieren, das muss man auseinander machen. Das wollte ich heute mal sagen. Lassen Sie uns schnell noch, denn eigentlich ist das eine Bestätigung eines Zustandes, den man jetzt auf Intelligenz oder Bildung oder eben auf Abhängigkeit und auf Negativauslese zurückführen kann. Das ist letztendlich wurscht, denn wenn der Ausschuss sich dann selber kastriert, dann ist natürlich die Frage, warum tut er so etwas? Gehen wir ganz schnell noch auf den Fall Salcher ein, weil es einfach ein drittes Beispiel ist. Drittes Beispiel ist jetzt nicht so nah an der Regierung dran, da geht es um einen Berufsschullehrer, der tätig war, eben Schülerausbildung, das sind halt Lehrlinge. Und das ist halt eine Berufsschule, da gibt es auch Spielautomaten. Das hat man halt zur Entspannung von den Jugendlichen aufgestellt. Die Gelder, die dort reingehen, soweit ich es verstanden habe, hat man genommen und wieder irgendwelchen Projekten zugeführt, die den Schülern zugutekommen. Also nicht, dass da einer groß Geld rauszieht wie am Casino in der Schule, sowas nicht. Und der Herr Salcher war für die Überprüfung der Geldflüsse zuständig. Und da ist ihm was aufgefallen, nämlich dass 1970 bis 1980 die Gelder offenbar widmungsfremd verwendet wurden. Und das hat er seinem Vorgesetzten angezeigt und es ist immer weitergegangen. Was ist passiert? Salcher wurde 1980 bis 1990 ganz massiv gemobbt, hat aus irgendeinem Grund noch eine Strafe ausgefasst von 164.000 Schilling, das sind rund 12.000 Euro, ein Stück mehr als ein halbes Nettojahresgehalt von einem Durchschnittsverhältnis, ein Stück mehr sogar. Er wurde 1990, trotzdem er pragmatisierter Beamter war, entlassen
unter fadenscheinigen Gründen, war dann beim AMS Arbeitsmarktservice als arbeitslos gemeldet. Man hat ihm jahrelang sogar Unterstützung nicht gewährt, kein Notstand, nichts, der hat kein Einkommen mehr gehabt. Ich weiß nicht, wie er das finanziert hat, soweit bin ich noch nicht vorgedrungen. Zu eins hat man dann sicherheitshalber noch den Führerschein kassiert, dass der Mann nicht mobil ist. Und jetzt ist er mit einem Verfahren gerade, das er um den Hals hat, er steht vor der Entmündigung. Also es ist der eigentlich, steht knapp davor. Sie haben drei Beispiele mitgebracht und alles endet mit dem psychiatrisierten Wegschließen. Nicht unbedingt psychiatrisiert, ja. Entmündigt ist einfach, da kriegt man Sachwalter beigestellt und man darf selber keine Geschäftstätigkeit mehr tun. Das heißt, sie sind ein atmender Zählhaufen ohne Bürgerrechte. Gut, aber letztendlich ist das ja dasselbe. Ich schließe die Leute weg, indem ich ihnen jegliche... Die Entmündigten dürfen frei herumlaufen, weil sie nicht so gefährlich sind wie der Herr Gebitzberger. Entschuldigung. Wir haben in der grundsätzlichen Theorie Montesquieu eine Gewaltenteilung. Mhm. Wir haben theoretisch eine unabhängige Justiz, Judikative, Exekutive, Legislative. Das ist so die Grundidee. Montesquieu hat darauf hingewiesen, wenn eine von den beiden Gewalten nicht mehr unabhängig von einer anderen ist, und man darf bei der Justiz in unseren Ländern ganz, ganz dicke Fragezeichen machen, dann spricht Montesquieu schon von einer Diktatur oder von totalitären, despotischen, das war der alte Begriff, despotischen Zuständen. Ja. Das hat mit einer Demokratie nichts mehr zu tun. Sie haben jetzt das Modell quasi einer achtvierten Gewalt, eines stärkeren Einbindens des Bürger. Wie muss man sich das vorstellen? Ja. Nun, aufgrund vieler Erfahrungen in der Privatwirtschaft, auch im öffentlichen Dienst, habe ich schon vor 25 Jahren ein Modell zur Diskussion gestellt, also das Modell einer vierten Kraft. Montesquieu hat ja tatsächlich die Judikative, die Exekutive und die Legislative, also die drei maßgeblichen Kräfte eines Staates beschrieben, in seinem Buch L'Esprit de Loi. Ja. Das Volk hat er so eigentlich nicht beschrieben. Wo bleibt eigentlich in diesem System das Volk? Und ich habe mir erlaubt, damals schon mit meiner damaligen Erfahrung, das zur Diskussion zu stellen und das Modell einer vierten Kraft, die so diese drei Kräfte ergänzt. Warum das so ist und so weiter, habe ich vorgetragen. Und dann habe ich den Präsidenten des Rechnungshofs, dem damaligen Präsidenten, ein ganz nüchterner Mann und Jurist und ehemaliger Rechtsanwalt, gefragt, was halten Sie, Herr Präsident, von diesem Modell? Und er hat mir damals gesagt, Herr Lederbauer, eine gute Idee, aber die Parteien wollen das nicht. Naja, ich habe ihm geglaubt und so könnte es ja wirklich sein. Nun, diese mehr oder weniger zweidimensionale Einteilung von Montesquieu, die auch nicht mehr ganz jung ist, nämlich in die fangen wir bei der Legislative an. Wir müssen aus Zeitgründen, wir brauchen jetzt, wie kann es konkret passieren? Ich sage Ihnen gleich das. Also wir brauchen jetzt nicht mehr Montesquieu, der ist nicht bekannt. Nein, hören wir auf, reden wir über jetzt. Genau. Ich habe schon gesagt, Legislative, Verwaltung, Exekutive und Judikative, die könnten ergänzt werden durch eine vierte Kraft, die Konsultative, die Beratung. Jetzt werden Sie mich fragen, wie soll denn das funktionieren? Wir haben ja keine Zeit mehr, aber vielleicht können wir es ein anderes Mal besprechen. Das ist also eine vierte Kraft, die vom Volk ausgeht. Ja. Ja? Und hat im Wesentlichen die Funktion, für mehr Transparenz zu sorgen, in allen übrigen Bereichen. Nicht? Wir sind ja das Volk und Sie wissen, in der österreichischen Bundesverfassung steht zweiter Absatz des Artikels 1, das Recht geht vom Volk aus. Ja. Nun, diese Konsultative könnte eine vierte Kraft sein und hätte eine Reihe von Möglichkeiten, wirksam zu werden, in Stichworten nur mehr. Es könnten zum Beispiel private Unternehmen die öffentliche Verwaltung, aber auch grundsätzliche gesellschaftliche Probleme aufzeigen und Lösungen entwickeln. Aber diese Konsultative hat keine Entscheidungsmacht natürlich. Sie fragen mich vielleicht, wie werden denn diese Leute und Institutionen dort
legitimiert. Naja, das könnte man öffentlich diskutieren, werden sie ernannt, werden sie gewählt. Jedenfalls sollte es ein transparenter Prozess sein, so etwas einmal anzudenken. Wenn sowas basisdemokratisch, ja, so ungefähr, wenn man ja. die Beispiel, also das ist so eine Mischung aus einer basisdemokratischen Idee, einer Ombudsmann-Idee, also so eine die vom Volk ausgeht. Warum sagen Sie so kategorisch in Ihrem Modell, dass sie letztendlich Macht hat? Ja. Soll sie wirklich nur beraten? Naja, können die anderen drei dann sich trotzdem... Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ganz bewusst, weil ich will ja nicht als alter Revolutionär da erscheinen. Das ist nicht das Schlechteste. Naja, da fehlt mir das Käppi noch. Aber es ist so, dass man meiner Meinung nach Änderungen in der Gesellschaft in einem intensiven evolutionären Prozess machen sollte. Nicht unbedingt Revolutionen, schauen Sie mal an, was Revolutionen gebracht haben. Aber die Macht des Arguments, die Macht des Geistes, die Macht der Überzeugung könnte sehr wirksam werden. Denn so eine konsultative Kraft, im Übrigen im kleinsten Maßstab versuche ich es persönlich mit meinem Team, bei bestimmten großen Projekten rechtzeitig zu sagen, Achtung, Fehlentwicklung, Varianten sind wie folgt, Details will ich jetzt nicht anführen. Nun, dann wird natürlich die Frage gestellt, hinsichtlich der Verantwortung dieser anderen drei Bereiche. Ich möchte jetzt, wenn Sie mir gestatten, ganz kurz das Thema legislatives Unrecht, also Unrecht im Bereich der Gesetzgebung besprechen. Gibt es das überhaupt? Ich bin kein Jurist, das betone ich noch einmal, aber ich habe dieses elementare Problem einmal anhand meines eigenen Falls analysiert. Ja, das gibt es. Wenn die Gesetzgebung bestimmte Gesetze nicht beschließt, dann ist das legislatives Unrecht. Wir haben leider aus Zeitgründen einen wichtigen Punkt nicht im Detail erwähnt, ich daher nur stichwortartig. Es geht hier bei all diesen Verfahren, mal 100 oder mal 1000 oder mal 10.000, immer um die Frage des fairen Verfahrens. Faire Verfahren im Verwaltungs- und im Rechtsprechungsprozess. Das ist in der Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention definiert und im Artikel 14 des Internationalen Pakts für bürgerliche und politische Rechte auch definiert. Sie haben dieses Recht. Aber, ich spreche jetzt aus der österreichischen Situation, dieser Vertrag, ein UN, ein völkerrechtlicher Vertrag, wurde vor 32 Jahren im österreichischen Parlament ratifiziert, aber ein sogenannter Erfüllungsvorbehalt gemacht. Das heißt, es müssen noch Ausführungsgesetze, damit es in die österreichische Rechtsordnung passt. Und die stehen seit drei Jahrzehnten seit 32 auf. Jahren. Das heißt, alle österreichischen Bürger und Bürgerinnen haben kein Recht nach diesen gesetzlichen Bestimmungen. Ich glaube, ein solches, leider sind wir zu knapp, aber eine solche Grundidee, wenn sie versehen wäre mit Korsettstangen, dass die anderen drei Gewalten antworten müssen, dass sie reagieren müssen, dass solche Beratungsinformationen oder Beratungsinhalte verpflichtend in den Medien beispielsweise kommuniziert werden müssen. Also solche Korsettstangen, die noch keine Macht bedeuten, die aber Gehör bedeuten. Dann sind wir wären wir auf einem interessanten, einem sehr demokratischen Weg und etwas, wo die anderen sich überlegen, dreimal richtig, überlegen würden, ob sie noch weiter in dieser Filzstruktur arbeiten. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für ein schwieriges Thema, aber auch ein Thema, bei dem wir einen interessanten Ausblick geschafft haben und leisten konnten. Ich will auf, liebe Zuschauer, für das Interesse ein herzliches Dankeschön auf zwei Internetseiten hinweisen. www.saubere-hände-mit-ae.org und www.so-for-humanity.com2000.at. Wir blenden sie ein. Hinweisen, auf beiden gibt es die Fälle, auf beiden gibt es die Informationen und vor allen Dingen gibt es auf beiden auch die zum Schluss angesprochenen Lösungen. Danke für das Interesse und für die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.